Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ach ja? Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Somit hallo und herzlich willkommen zu Part 17 mit mir, dem Starbo. Und ja, das ist wieder ein bisschen nicht so sehr, doch, das ist blind. Eigentlich schon. Und zwar, wie ihr seht, guckt euch mal die Steuerung an. Ich schwenk mal nur ein bisschen. Und er zieht richtig hier so, er schweift hier richtig. Und ich dachte, das ist ein Fehler oder sonst was. Es stört mich richtig. Und ja, anscheinend habe ich den Jungen jetzt Huckepack. Das ist jetzt einfach meine Begründung, dass ich einen Huckepack habe und auf einmal nicht mehr richtig ziehen kann. Mal sehen, ob das auch wirklich so ist. Ich hoffe, ich werde ihn wieder los, dieses Balk. So. Da. So, da muss man ziemlich... Ich kann auch nicht rennen, jetzt verstehe ich das auch alles. Die Viecher sind mies, richtig, ne? Im letzten Part habe ich mich bei den Viechern ja auch richtig verjagt. Ja, hier, Schnauze. Hol ich mir gleich meine Drohung, ja? So. So. Liegt hier noch was oben? Ich mein ja. Hm, anscheinend auch nicht. Doch, hier. Und zwar hier, diese Waffe. Da, er kommt. Oh, wow, wow. Ich muss sparsam sein, so mit der Munition, auf jeden Fall. So, ab hier könnt ihr euch... sagen, es ist wieder blind. Diese Geräusche, Mann, diese Viecher, ey, sie machen mir so Angst. Kackdinger. So, und der Löpper. Ja, wie ihr seht hier, so sehen Schweine aus in der Metro. Hat er aber nicht Schwein gehabt. Eigentlich hatte ich gute Laune die ganze Zeit. Aber dann gab es diesen ganzen Stress hier von wegen mit... Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Ja, ja. Okay. Dass die Steuerung so kacke ist. Das hat mich ziemlich aufgeregt und ich dachte irgendwie mein PC spackt oder so. In dem da. Ich kenne die Moon-Schränke, da mein Vater ein Späher war. Schau in den mit den Zahlen. Niemals. Ja, welche... Das verstehe ich. Welche Zahlen? Naja... Gut, ja, eigentlich ist der Junge doch ziemlich hilfreich. So, ab hier wird's. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Wollen wir jetzt mal wetten einwerfen sozusagen, ob der Junge überlebt oder nicht? Ich weiß es jedenfalls nicht. Wehe, da kommt ein Vieh raus. Oder ob wir ihn noch lange bei uns haben. Ich hoffe nicht. Wo? Ah, wo, wie, wo, wo? Da nicht. Da. Ich sag euch, ey, die Viecher sind kacke. Ah, die... Fuck, ich kann mich hier gar nicht richtig umgucken. Hey,
Noch einer. Ja, hey, es leidet hier lang. Oh. Verpisst euch. Fuck. Na, wie viel Munition habe ich noch? 24? Scheiße. Was flackert da jetzt? So, ist hier ein Mensch? Oh ja. Munition. Komm, Munition. Ich will den Jungen loswerden. Ah, noch mehr. Okay. Da geht's bestimmt weiter. Was haben wir hier? Ach ja, Mund nach mir ist das Geld. Ja, und ich habe es bis jetzt immer noch nicht verschossen. Ihr könnt stolz auf mich sein. So. Ah! Verdammte Axt! Oh, ich höre Leben, ich höre... Alter. Eine Money. So, ja, gute Gedanken muss ich mir jetzt erstmal machen. Es sind Ferien. Oh yeah. Ach, zum Glück bin ich wieder Schüler. Hey. Schön, das gibt's gar nicht. Revolver? Nee, das ist nicht besser. Jetzt habe ich aber zwei Waffen, die ziemlich leise sind. Ich glaube, den Colt mache ich jetzt wieder auf Schaden. Hey, pass auf, da ist ein Loch. Diese Physik, die nervt ein bisschen. Vielleicht stelle ich das wieder um. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das nervt. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Der ist ja ein richtiger Hellsitz. Das sind mehr. You're lying. Habe ich die alle erwischt? Nee, da ist jemand da. Da ist noch einer. Fuck, fuck. Ja. Was? Fuck. Ja. Da. So. Ey, die Munition, die geht immer. Oh, war das ein Headshot? So, da kommt doch gleich einer. Aber von wo? So, jetzt muss ich Zeit nutzen. Da. Ja, fuck. So. Oh ja, jetzt haben wir es wieder. Nachladen schnelle. Ah ja, da ist nichts. So. Ich will hier unbedingt weg. Ich brauche den Jungen nicht. Kann ich nicht ein bisschen rücksichtslos sein? Ist auf. Nee. Nichts. Nichts, was ich brauche. Oh, doch hier. Ja. Lieb gemeint, diese Shotgun, aber brauche ich auch nicht. Wie gesagt, der Colt soll auf Schaden sein. Wenn ich dann finde, ja, hätte ich eben echt den Colt mitnehmen müssen, ne? Naja. Okay, hier runter? Oder da längs? Wir gucken mal eben auf der Karte. Da längs, also um alles zu finden. Gucken wir einfach mal kurz. Aber das wird hier ziemlich giftig und ungesund sein. Uah. Alle Kloake ist das bestimmt. Oh, und ich kann nicht rennen, das nervt am meisten. Ich will diesen Zwerg loswerden. Klar ist. Was ist das? Ja. Sieht aus wie ein Draht. Nein, echt. Du bist ja ein Genius. Und hier ist noch ein Draht. Ja. Hey. Ich bin vielleicht blöd, aber nicht blind, ja. Okay.
Kloaken. Ah ja. Kein Geld. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ja. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, ich hoffe wenn doch. Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass du verschwindest, aber... Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Scheiße, ich habe auch schon den Himmel gesehen. Du bist nichts Besonderes, ja. Kannst du nicht mal selber laufen, ey? Ätzend. Aber die Mutter hat schon geile Gute-Nacht-Geschichten so für den Kleinen. So eine Mutter hätte ich auch gern. Ach, schwammig. Warum haben die Meinst es gemacht? Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Und du wirst dann von Batman geschnappt? Ich hoffe doch. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Können wir ihn fallen lassen? Hops. Ihr Bastarde, lasst mich los! Sascha ist da draußen. Sein Onkel wollte ihn zurückbringen. Aber ich hätte selbst gehen sollen. Mama, Mama, das ist... Juhu! Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Sascha Enker, du lebst. Sascha Enker. Oh, ja. Bist du okay? Oh, ist das schön, wieder richtig zu lenken. Aber wo ist dein Onkel? Er ist tot, Mann. Bist du hierher gekommen? Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Bedeutet, sein Vater ist uns allen wichtig. Und Mama, wenn sein Sohn gestorben wäre, gesehen. Hätte ihn das umgebracht. Und ohne ihn wären wir alle erledigt. Erledigt. Vielen Dank. Ja, no problem, ne? Digga, alles cool, alles cool. Gehen wir mal weiter. Hallo. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Ja, ich wüsste schon. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Nein, lass mal. Lass stecken. Ich weiß, es war dumm, aber... Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in den zerstörten Gebäuden draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Oh, ich bin der Ranger. Ja, May. Ja, cool. Wir sind das Drecksbalg endlich los. Und, es ist... Oh, eine neue Maske. Und eine Tastatur. Die ist bestimmt besser als meine. Ja. Na, du kleiner Fratzi. Ja, und ich glaube, ich werde diesen... Ich habe die Qualität höher gemacht, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist irgendwie alles zu überleuchtet. Sagt mir einfach mal, ob euch das gefällt oder nicht. Ihr kleinen Russis. Juruska. So, mal gucken, ob ich noch weiterspielen werde. Oder ob ich meine Ferien jetzt erstmal genieße. Also ich mache auf jeden Fall hier Cut bei diesem kleinen, ne? Bauarbeiter. Na du? Ja. Nichts groß. Weiter geht's einfach mal in Part 18. Ohne den kleinen Jungen. Und ich kann wieder besser schießen. Hoffe ich auf jeden Fall. Also Leute, entspannt. Ich hoffe, ihr habt auch Ferien und könnt richtig entspannen. Ne? Man kann zwar auch in der Schule entspannen, wenn man nicht aufpasst, aber ist nicht gut. Also, Kinder, wir sehen uns Part 18. Ciao.